Im August 71 sind Sie dann an die Offiziersschule nach Plauen gegangen. Warum haben Sie sich für diesen Berufsweg entschieden? Mein Wunsch war, während der Lehrausbildung einmal studieren zu können. Und aufgrund meines Elternhauses einfacher Arbeiter war das schon auch zu DDR-Zeiten kompliziert und nicht möglich. Bei der Musterung schlug mir ein Werber eine längere Dienstzeit bei der NVA vor. Das lehnte ich ab mit der Begründung, das möchte ich nicht, ich möchte studieren. Er schlug mir daraufhin vor, ja, das könnte ich ja auch bei den Streitkräften, da sie ja nun auch über Hochschulen verfügten. Ab 1971 hatten die Offiziersausbildungseinrichtungen den Hochschulstatus. Und ich könnte ja dort dann den Weg eines Offiziers einschlagen. Er zeigte mir auch meine Verdienstmöglichkeiten auf, die ich dann hätte. Und so habe ich mich eigentlich recht spontan zu dem Studium an der Offiziershochschule entschieden. Ich hatte nur einen Wunsch bei dieser Berufswahl. Ich wollte nicht bei der NVA in große Dienststellen, sondern ich wollte zu den Grenztruppen, weil die Vorstellungen über die Grenztruppen waren zu dieser Zeit bei mir, das ist Dienst im Grünen und Dienst in kleinen Einheiten. Und das entsprach eher meinen Vorstellungen als große Kasernen. Wie würden Sie denn Ihre Ausbildungszeit im Rückblick zusammenfassen? Die Ausbildungszeit bei den Grenztruppen an der Offiziersschule. Also wir an der Offiziersschule oder ich ganz persönlich in den 3 Jahren, wo ich dort war, würde die als preußisch-elitär zusammenfassen. Denn das, was wir dort als Ausbildungsprogramm erhalten haben, war also schon sehr preußisch, sehr streng und auch sehr elitär ausgerichtet. Es gab natürlich auch die politisch ausgerichtete Ausbildung und die ideologisch ausgerichtete Ausbildung. Vor allen Dingen auch die ideologisch ausgerichtete Ausbildung, die vor allen Dingen auch in der SED-Grundorganisation der jeweiligen Ausbildungskompanien stattfand. Davon habe ich aber relativ wenig erfahren, weil ich erst unmittelbar vor dem Eintritt oder der Ernennung zum Leutnant in die SED-Grundorganisation als Kandidat aufgenommen wurde. Als Sie dann nach diesen 3 Jahren die Ausbildung abgeschlossen hatten, welche Station haben Sie denn als Berufsanfänger durchlaufen? Sie wurden ja auch häufig versetzt. Dort habe ich den üblichen Weg eingeschlagen. Nach der Ernennung zum Leutnant wurde man in eine Grenzkompanie versetzt als Zugführer. Dort war ich circa 3 Jahre als Zugführer tätig. Anschließend war ich ein gutes Jahr tätig im Stab eines Grenzbataillons als Offizier Gefechtsausbildung. Danach habe ich 2 Jahre die Funktion eines stellvertretenden Kompaniechefs inne gehabt, habe da auch das Grenzregiment gewechselt, war in dem Erprobungszeitraum für ein neues System der Grenzsicherung Anfang der 80er Jahre ein gutes Jahr Leiter einer Grenzwache und anschließend in verschiedenen Grenzkompanien als Kompaniechef tätig. Wenn Sie jetzt einmal zurückdenken an das Jahr 74, als Sie nach Weidenbach gekommen sind, wie genau war das für Sie, das erste Mal an der Grenze zu sein, beziehungsweise da zu arbeiten? Weidenbach ist eine Grenzkompanie mit einer sehr kleinen Ortschaft und sehr viel Wald. Von meinem früheren Jugendleben und auch von den Erleben an der Offiziershochschule in der Stadt Plauen, was ja in unserer Freizeit auch sehr freudbetont war, habe ich schon erstmal sehr gestaunt, dass ich jetzt in einer Einheit im Wald und hinterm Wald und am Ende der Welt gelandet bin. Der Dienst selbst in der Grenzkompanie als Zugführer war außerordentlich physisch hart durch den Schichtdienst,
Wir hatten ja zu dieser Zeit die Bataillonssicherung mit langen An- und Abfahrtswegen von der Kaserne in den Grenzabschnitt. Und der Herbst 1984 war nach meiner Erinnerung auch kein besonders schöner Herbst. Ich kann mich dort sehr viel an Regen, Kälte erinnern. Das hat mich also schon physisch gefordert und war schon anders als das, was ich bisher erlebt hatte.